So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play New Super Luigi U für die Wii U. Und wir wollen uns jetzt begeben, nein, hierhin in die Kandesminen möchten wir gehen und dort alle Sternmünzen sammeln, die sich hier irgendwo befinden sollen. Erstmal muss ich gucken, wo fehlen die überhaupt noch? Ich glaube hier vorne irgendwo. Ne, hier waren alle. Warte, ich glaube, was im ersten Level? Nee. Warte, waren hier? Hier haben zwei gefehlt. Okay, tiefer Fall am Fuzzy-Felsen. Schaue ich doch mal, ob ich die gleich mal finde. Oh, ups. Warte. Na komm. Also die erste hatten wir schon. Fehlt noch die... Fehlen noch die anderen? Da ist ja gar nichts drin. Das war ja schlau. Was mache ich denn dann nur? So. Halt. Nein. So, hops. So, hier war ich schon. Das hat nicht viel gebracht. Puh, das war knapp. Okay, da oben, das war, da war die erste drin. Hier wollte ich mich mal kurz ducken. Mal gucken, ob wir hier... Ah, das war blöd mit dem Ducken. Hat ja gar nicht geklappt. Ich bin doof. Na gut. Okay. Also jetzt nochmal rein und fängt ja schon mal gut an. So. Nein, halt. So, hier werde ich zum Glück groß. Warte. Ein Pilz. Genau. Ich ducke mich mal, wobei hier war das gar nicht nötig. Naja. Da, jetzt da hoch, genau. Jetzt hier rüber und hier rüber. Und hier rüber und ducken und hier rüber. Und hier rüber. Wieso geht das Ducken da nicht? Mann! Das verarscht mich, dieses Spiel. Warte. Ach komm. Ich hab die doch gerade noch gekriegt. Ach verdammt. Ach ja, hier war die ja. Ach du Scheiße. Na, so werde ich da nicht hinkommen. Hier könnte ich vielleicht noch irgendwie kriegen. Frage ist nur, wie. Halt. Offensichtlich so nicht. Schwierig. Frage ich mich, wie ich die bekommen soll. Wahrscheinlich muss ich die Fuzzies irgendwie tot machen. Was aber so wohl nicht funktionieren wird. Ich sollte da vielleicht mit Feuerblumen oder so reingehen. Wobei, die kriege ich damit auch nicht tot. Ich glaube, die kriege ich nur mit Yoshi tot, ne? Oder kann ich die abschießen? Ich glaube, ich kann sie auf jeden Fall, kann ich sie einfrieren. Ich kann sie einfrieren. Warte mal. So. Okay, na dann wollen wir mal. Tiefer Fall am Fuzzy-Felsen. Also ich kann sie einfrieren, ne? Wollte ich nur mal erwähnen. Genau so. Dann kann ich da theoretisch draufstehen und die tun mir dann nichts. So, jetzt können sie mich nur runterschubsen, aber tun mir an sich nichts, weil ich sie ja eingefroren habe. Halt. Naja, egal. Nein! Oh, ja, ich möchte zur Karte zurückkehren. Mann, da habe ich einmal eine Millisekunde zu früh losgelassen. Und hat ja wunderbar geklappt, wie man gesehen hat. So. Eingefroren. Ach, den da hinten auch gleich. Auch cool. Hehe, cool, weil eingefroren und so. Versteht ihr? Hahaha. Ich weiß, total lustig. Nein, ach komm. Ach Mann, ich bin auch sonst mal durchgekommen. Jetzt komme ich auf einmal nicht mehr durch. Ich muss da besser drauf achten, wann ich springen muss. Warte mal, also gut.
Ups, jetzt hier, jetzt hier. Okay, warte, halt. Du tust mir ja nichts, da muss ich mich trotzdem mal ducken. Nochmal ducken. Genau, und jetzt hier, jetzt bin ich auch endlich mal hier rüber, siehst du? Nein, jetzt ist er zu weit gerutscht. Ich glaube das gar nicht. Mann, Luigi, was machst du denn? Okay, jetzt nochmal da rein. Das hat auch sehr gut geklappt, wie man sieht. So, warte mal, halt hier einfach rüber. La 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 la, so. Nochmal ducken. Na egal, ich muss ja bloß durch. So. Frage mich, was jetzt hier drin ist. Jetzt kann ich es ein bisschen leichter holen, weil die eingefroren sind. Jetzt habe ich, ach, jetzt nur ein Leben. Ach gut. Dachte, hier würde ich die Eisblume kriegen. Auf jeden Fall ist die jetzt sehr praktisch, weil... Jetzt kann ich nämlich das hier machen. Warte. So, genau. Und hier funktioniert das ähnlich. Man stellt sich einfach auf die Fassis rauf. Und schon... Ja. Gut, dann habe ich das schon mal. Und 7 Sekunden hatte ich noch übrig. Ach toll, Level beendet. Yeah. Also eigentlich gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. So. Also haben wir schon mal die ersten Sternmünzen. Ich kann ja schon mal speichern. Mache ich einfach mal. Ich bin mal so frei und speichere einfach mal. So, ja. Speichern beendet. Gut. Und zurück. So, Moment. Wo hat denn jetzt noch eine gefehlt? Das muss ich nochmal gucken. Sternmünzen. Hier, im letzten Schloss. Achso, ja. Dafür brauche ich aber den geheimen Ausgang, den ich noch nicht gefunden habe. Aber ich habe da schon mal was vorbereitet. Moment, was heißt was vorbereitet? Ich habe hier schon wieder die Seite geöffnet, wo das steht. Also, warte. Wo sind hier? Kandesmin, hallo? Nichts mehr Geheimlevel? Nee. Jetzt nur noch weiter. Piranha, Spritztour. Parakäferparade? Nee. Tauchgang? Nee. In der Kehle des Stachelfisch, Gefahr am Geheimlevel. Passt du kurz darauf, kommt ihr an der Stelle mit links und rechts an der grünen Röhre. Okay. Grüne Röhre. Okay. Nachdem ihr euch die Münze geholt habt, bleibt dort exakt in der Mitte stehen. Okay, die dritte Sternmünze, wo war die denn? Wenig nach oben an der linken Seite findet ihr wieder eine grüne Röhre. Okay. Gut, okay. Ja, jetzt muss ich also erstmal zum Turm hier. Warte. Also irgendwo hier soll das geheime Level sein. Warte mal, also. Ich hatte es ja bisher noch nicht gefunden, deswegen suche ich einfach mal. Ach ja, warte. Hier war was. Ich erinnere mich. Halt. Hier war die erste, genau. Oh, das war ja schlau. Okay, hier war die zweite. Halt. Da war ein Leben. Lalala. Mach mal kaputt hier, mach mal kaputt. Gib mir das Leben. Das war ja sehr schlau. Ja, besser hätte man es nicht machen können. Ach, warte mal, ich gehe nochmal raus hier, bevor ich dann noch sterbe, weil ich so klein bin. Da ist mir das Leben gerade doch egal.
Also bei der dritten Sternmütze, die hatte ich ja auch schon mal gefunden. So ist es ja nicht, ne? Oh, da habe ich den tot gemacht. Auch nicht schlecht. So, die erste habe ich schon mal. Halt. Die Eisblume hier habe ich schon mal. Warte. Gib mir das Leben. Genau. Nein, gib mir das Leben. Gib mir auch das Leben. 100, genau. Wow, nein. Oh, verdammt. Okay, Moment. Also, jetzt muss ich erstmal hier gucken, dass ich hier irgendwie... Die müssen jetzt erstmal weg, dass ich da überhaupt hochkomme. Ach. Wie scheiße. Nein! Warte, ich gehe nochmal raus. Ja, ich will da nicht klein reingehen. Das ist auch blöd. Also gut, jetzt nochmal bitte. Groll, Gefahr im Grollturm des Grauens. Also gut. So, einer ist tot. Was mir nicht für nützt, aber immerhin ist er tot. So. So, jetzt lass mich da hoch, genau. Ich könnte eigentlich die Dings da lassen. Warte mal. Halt. Erstmal hier. Nein. Das Leben. Und nein. Ah, jetzt fährt das hier schon wieder weg. So ein Scheiß. Mann, ich bin nicht rechtzeitig gesprungen. Na egal. Komm zu Papi, du Leben, genau. So, und jetzt macht mir mal den Weg bitte frei. So, warte. Also gut, jetzt ist mir das auch egal. Hier ist ein Pilz. Das ist gut, das ist gut. Was ist hier drin? Kein Pilz. Warte. Nein, ach Luigi, warum bist du nicht gesprungen? Mann, es ist doch fies. Okay, also gut. Gefahr im Grollturm des Grauens. Aber ich kriege ja immer mehr Leben. Ist ja auch praktisch. Und hier gibt es, glaube ich, auch einen Pilz. Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Toll, die erste Sternmünze sammle ich immer ein. Die ich aber eigentlich gar nicht will. Wow, lass mich da... Nein, lass mich... Wow, ist das knapp. So. Komm, komm zu Papi. Nein, ach, scheiße. Na, egal. So, dann sind die Leben jetzt halt da... Oh. Noch ein Leben. Ach. Ah, jetzt habe ich auf das Leben geachtet, nicht auf mich. Das war ja auch sehr schlau. Nein. Ach, komm. Lass mich da hoch. Lass mich hier... Lass mich den Pilz haben, bitte. Danke. So. So, wo kommen die jetzt? Da kommen die jetzt. So, also hier ist die Röhre. Hier ist auch die dritte Sternmünze. Jetzt soll ich hier... Da soll einer drauf kommen. Eine Stampfattacke ausführen. Wie soll man denn darauf kommen? Leute. Wer soll denn das? Ach ja. So. Aber irgendwer hat es offensichtlich rausgefunden. Hm. Naja. Gut. Fehlt ja eigentlich jetzt nur noch die Bahn. Und die bringt mich dann auch zum Dings. Die gibt mir dann auch die Möglichkeit, zum zur dritten Sternmünze des Schlosses zu kommen. Knochenbahn bei Tag. Ach, schön. Mal nicht in der Nacht. Das ist ja auch praktisch. Da war bestimmt irgendwas drin. Oder das war ein Pilz und den... Naja. Ups. Ach, du Heilige. Oh, wie fies. MP-Switch. Hallo, Münze. Ich glaube, die Bahn fährt vor der Münze weg. So. Ach du Scheiße. Boah, wie fies. Ich glaube, ich gehe mit Feuerblume rein schon.
Sollte ich vielleicht tun. Warte mal, was hab ich hier? B? Feuerblume ist ganz gut, glaube ich. Ist hier vermutlich hilfreich. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Knochenbahn bei Tag. Ach, schön. Was wäre jetzt hier drin gewesen? Ach, ich habe schon wieder den anderen. Verdammt. Nein, oh, verdammt. Ich würde das Level gern erstmal zu Ende kriegen. Möglichst mit allen Sternmünzen, dass ich das vielleicht nochmal verlassen kann zwischendurch. Das ist aber auch echt sehr fies gerade. Ich gehe jetzt einfach klein rein. So, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich nicht mal das hier gekriegt. Das. Ich muss ja fortfahren. Okay. Nein! Ach komm, wie fies ist das denn bitte? Was ist mit dem Peace-Switch da? Was soll denn das? Boah, wer denkt sich das aus? Bist du auf dem Peace-Switch gelandet und schon landest du eigentlich auf dem anderen. Nein! Wow! Alter, das. Ich bin doch gesprungen? Was war denn das? Was passiert denn da? Das geht zu schnell! Wer soll denn da so schnell reagieren können? Ich bin ja eigentlich auch gesprungen. Verstehe ich nicht. Mann, jetzt spring doch nicht dauernd daneben. Gib mir den Pilz, bitte. Na also, so. Mann! Die blöde... Boah, pf, Alter. Diese blöde Pflanze streckt sich natürlich nach mir aus. Das muss ich auch bedenken, muss ich noch früher springen. Ach du Scheiße. Also gut. Pilz. Danke. Alter, ich kann das Gitter gar nicht. Mann. Das hier geht. Nein, wieso? Wieso? Hä? Wie kann ich da... Wieso bin ich dagegen gekommen? Verstehe ich nicht. Boah, das ist so fies. Echt mal. Vor allem das mit der Pflanze hier ist echt fies. So, jetzt hat es aber geklappt. Verdammt, die hole ich mir irgendwann anders. So. Nein, ach komm. Jetzt schießt die auch noch auf mich. Wie scheiße ist das denn? Und die kommen hier natürlich hoch. Ja. Ich hätte gern Pilz. Och komm, Alter, wieso kann die sich so weit ausstrecken, diese blöde Pflanze? Mann, das ist doch scheiße. Ich hätte jetzt gern wirklich einen Feuerpilz, dass ich diese Pflanzen da tot machen kann. Oder irgendwas halt. So, warte, Pilz. Das ist schon mal ganz gut. Deswegen der Peace-Switch, verstehe. Gut, jetzt steht die ganze Zeit der Peace-Switch rum, geht natürlich auch. Was es bringt, weiß ich noch nicht so. Ganz. Okay, also gut, der Peace-Switch ist für die zweite Münze, verstehe. Sonst kriege ich das nicht. Logisch, da waren ja vorher Münzen drunter, habe ich nicht so schnell gesehen. So, jetzt. Nein, jetzt, na... Jetzt habe ich die Münzen auch bekommen. Jetzt muss ich bloß bis zum Ende kommen. Ach. Mann, das kann auch gar nicht wahr sein. Ich war ja nicht mal richtig dran, ne?
Weißt du, ich war mit dem Zipfel meines, mit dem Zeh wahrscheinlich dran und schon gestorben. Also hat er sich wahrscheinlich den Zeh gestoßen, der Aluigi. Ja, siehst du ja. Er ist so ein kleines... Ja, der hält nichts aus, weißt du, stößt sich den Zeh und stirbt da dran gleich. Kennen wir ja von ihm. Wow. B-Switch. Toll, der bringt mir jetzt auch nichts mehr. Außer den Tod. Toll, noch mehr Münzen. Komm, lass mich bis zum Ende kommen. Irgendwie. Alter. Oh, ich habe das Ende erreicht. Das Gute ist, ich kann jetzt das Level jederzeit verlassen. Das Schlechte ist, ich brauche nur 2 Sternmünzen. Toll. Ich weiß zumindest, was mich erwartet. Ich würde jetzt gern irgendwie da... So, warte. Also jetzt... Irgendwie doch die anderen Sternmünzen sammeln. Das ist doch fies. So kurz und doch so fies. Ach komm! Ich möchte es gern mit Pilz machen, so. Lass mich diesen Pilz haben. Knochenbahn bei Tag. Ach schön. Pilz? Alter, das gibt's nicht. Dieser Pilz, ne? Okay, beenden wir das Ganze nochmal. So. Der Pilz mobbt mich. Ich habe den sonst fast immer gekriegt und jetzt auf einmal nicht. Ja, zumindest wenn ich ihn getroffen habe. Also wenn er rausgekommen ist aus seinem Pilzloch da. Nein! Alter. Das gibt's gar nicht. So, jetzt komm. Ich möchte diesen Pilz haben. Ich könnte jetzt natürlich auch groß reingehen. Aber das wäre ja langweilig, ne? Wir wollen ja Herausforderungen haben. Als ob. Nee, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. So. Ah, gut. So. Jetzt kann ich die hier mitnehmen. Und die hier. Und die Münzen natürlich alle nicht mehr, aber es macht ja nichts. So, wow. Ach, die erste kommt bis hier hinten hin? Krass. Anu, was passiert jetzt? Ach ja, ich erinnere mich. Nein, jetzt bin ich wieder falsch gesprungen, Mann. Wenigstens ein One-Up. Und ich bin groß. Ist ja auch schon mal was. Jetzt fehlt aber noch die dritte Sternmünze. Verdammt. Also P-Switch brauche ich mir keine Sorgen mehr drum machen. Aber dafür um die letzte Sternmünze, die ich immer noch nicht bekommen habe. Verdammt nochmal. Knochenbahn bei Tag. Schön, ist jetzt hier eigentlich was anderes drin? Nee, da wird wahrscheinlich nur eine Münze... Ja, war so klar. Das ist aber auch fies sowas, ne? Wollte ich nur nochmal erwähnen, dass sowas auch fies ist. Ist der P-Switch schon wieder... Wow. Boah, was war das denn gerade schon wieder? Münzen, Münzen, ganz viel Münzen, auch schön. Die erste Sternmünze nochmal, die ich aber gar nicht brauche. Och Mann, ich hätte da mich einfach wegbewegen können. Aber irgendwie habe ich das aus irgendeinem Grund nicht getan. Warum, weiß ich auch nicht genau. Knochenbahn bei Tag, also gut. Mehr als, also groß reingehen bringt mir eigentlich auch nichts, bis darauf, dass ich den Pilz nicht holen muss. Toll.
Nein, oh, wie fies. Ja, warte. So, halt. Die kommt nicht hoch. Die hier kommt aber hoch und macht böse Sachen, wenn man, ne? So, kann ich eigentlich hier drauf stehen bleiben? Was? Ah, verdammt. Na egal, kein Leben, dafür aber alle Sternenmünzen. Und Level beendet. Ach schön, mit 30 Leben und, ja, toll. Und jetzt? Fehlt immer noch eine Sternenmünze. Nämlich muss ich dafür, warte, den roten Schalter drücken. Moment, also diesen hier. Was mich erstmal ins Pilzhaus bringt, komm, das mache ich mal hier. Hol ich mir ein paar Leben hier in den Kandisminen-Pilzhaus. So. Lalalala, ja, ja, bla 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 bla. So. Na dann. Ja, Münzen. Ach, schon das erste Leben. Nein, oh, das war jetzt fies. So, warte. Das ist ja auch fies. Mann. Nein, was mache ich denn hier? Alter, ich kriege jetzt null Leben irgendwie, glaube ich. Das müssten null sein. Ja. Jetzt habe ich schon die ersten drei oder so gut eingesammelt und jetzt das. Die ganze Zeit die Bowser-Dinger. Mann, wie fies. So. Okay, dann wollen wir mal weitergehen und zwar hier rüber, genau hier lang. Dann hier weiter, dann hier rüber. Und dann von hinten rein ins Schloss. Ne, nicht das, nicht was ihr wieder denkt. So, hier kannst du dich wie Mario bewegen, aber das will ich ja gar nicht. Wow. Alter, was? Willst du mich verarschen? Alter, das Spiel verarscht mich doch. Wie, was war das denn? Also gut. Nein! Ach komm, Luigi, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht echt sein Ernst. Was ist denn da einfach runtergerutscht? Wie kann man denn so rutschen, dass man da... Das geht doch gar nicht. Genau so, jetzt hier rüber, darüber, darüber. Jetzt warten. Hä? Ach, das war jetzt aber fies. Liebes Spiel, das war jetzt wirklich sehr fies. Es ist auch noch Zufall. Alter, es ist auch noch Zufall, ob man stirbt oder leben kann oder was. Wie soll ich das jetzt verstehen? Was war das denn? Mann! Ach. Lass mich jetzt... Mann, diese Animation immer, die dauert viel zu lange. Ja, eigentlich nicht, aber wenn man es dann zum 20. Mal sieht... Ne? So, warte. Da guck dir es doch an, da kommt einfach nichts runter, wo du drauf stehen kannst. Was soll denn das? Oder war da unten was? Sonst war da immer so ein großes Ding und jetzt ist auf einmal gar nichts mehr. Oder doch? Ich weiß nicht genau. So ein kleines Ding hier nur. Jetzt hier natürlich, was wäre hier drin gewesen? Das wäre ihr Pilz gewesen. Egal. Ich hoffe, ich schaffe jetzt den Boss. Mit 181 Sekunden habe ich zumindest genug Zeit. Das muss aber nichts heißen. Lololololo. Lass mich da... Ach, die war das. Ich erinnere mich. Nee. Hier ist auf jeden Fall sehr rosa. Das war doch diese... Nee, ach der. Ach du Scheiße. Krank. Nee, wie genial, meine ich.
bin einfach runtergefallen auf ihn. Nee, Quatsch, er ist einfach in mich reingesprungen. Also, so dass ich auf ihn drauf, das ist genial. Nein! Nein! Ah, du Arsch! Blöder Boss. Mann, okay, ich gehe jetzt hier mal, ich mach mal folgendes, ich gehe mal groß rein, dann habe ich eine bessere Chance. Zum Beispiel mit der Eisblume hier. Lalalala, sofern ich denn das überlebe, da kann ich kann zumindest die hier tot machen, theoretisch. Oder ich lasse mich einfach gar nicht von denen treffen, das geht auch. Ach komm, das ist doch... Wie sollte ich denn da weiterkommen? Da war ja gar nichts. So, warte mal, also jetzt bitte nochmal groß... Das ist ja fies. Dieses Level ist so fies, wer denkt sich das aus? Es war sehr kurz, aber du scheiterst da dauernd daran, dass einfach kein Block da ist, auf den du draufspringen kannst. Da, jetzt ist einer da, siehst du? So. Jetzt ist da nur eine Münze drin, weil ich schon groß bin. Ach, schön. Also 100 Sekunden nochmal, jetzt haben wir sogar noch mehr. So, jetzt bin ich groß, jetzt sollte ich den Boss eigentlich schaffen. Das ist aber sehr, also das, ich finde das sehr fies. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich den Block einfach gar nicht, der da ist, weil der so klein ist. Aber ist trotzdem scheiße. So. Vielleicht war da ja einer, aber ich habe da keinen gesehen. Naja. So, ich denke mal hier, das Eisdings wird nicht viel nützen. Nee, natürlich nicht. Doch, ich kann die einfrieren. Wie fies. Hä, was machst du? Hab ich dich, so. Was machst du da? Das machst du, okay. So, jetzt kommt er nicht raus. Jetzt kommt er raus. Nee, jetzt kommt er raus. Hab ich dich, so. So, warte. Jetzt kommt er raus. Nein, jetzt aber. Ha, hab ich dich. So geht's auch. 140 Sekunden verbleiben noch. Ach, schön. Was mir nicht viel nützt, weil das Level eh fertig ist, aber gut. Jetzt habe ich auch hier alle Sternmünzen, ne? Okay, wunderbar. Wofür das wohl gut ist? Ja, ich weiß ja, für den Superstar Boulevard. Gut. Ich gehe jetzt gleich in die Zuckerwatten-Wolkenzone und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht mal die anderen Folgen gucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.